Der Feind ist das Virus, sagt die Verfassungsministerin Österreichs Caroline Edtstadler auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Das war, ja, wenn man so will, ein Zwischenbericht. Österreich ist ja auf dem Weg zur Impfpflicht. Sie soll ab Februar eingeführt werden und wird jetzt sukzessive auf den parlamentarischen Weg geschickt. Professor Emanuel Richter hat sich diese Pressekonferenz hier auch angehört. Herr Professor Richter, könnte etwas von dem, was wir jetzt gehört haben, aus diesem Prozess der Einführung der Impfpflicht, so etwas wie eine Blaupause für die Diskussion in Deutschland werden? Welchen Eindruck haben Sie? Ja, also mein erster Eindruck wäre, der Teufel steckt im Detail. Denn es hat sich ja gezeigt, dass es tatsächlich ganz, ganz viele Überlegungen geben muss. Das eine ist zum Beispiel, ab wann? Also ab welchem Alter? Dann natürlich die Frage, wie sanktioniert man? Das heißt also, welche Art von Strafe verhängt man? Wie hoch? Wie oft? Welche Art von Konsequenzen hat die stete Weigerung? Ja, also was muss man dann tun? Und dann auch noch mal zum Beispiel fand ich sehr interessant und wichtig auch der Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja Deutschland und Österreich auch unter, neben vielen anderen unterzeichnet haben. Und da der sogenannte Artikel 8, der ja die Personen- und Familienfreizügigkeit regelt, also die Freiheitsrechte, und dann aber auch gleichzeitig Einschränkungen erwähnt und erwägt unter bestimmten Bedingungen. Das heißt also, man hat auch schon noch einen rechtlichen Rahmen, den man sorgfältig prüfen muss. Nicht nur die nationalen Verfassungen, sondern auch die europäische Gesetzgebung. Also wie gesagt, der Teufel steckt im Detail. Ja, auf der anderen Seite ist es ja so, Herr Professor Richter, wir gehen demnächst ins dritte Jahr dieser Pandemie mit weitreichenden Einschränkungen für unser Leben. Also die sozialpsychologischen Folgen zum Beispiel des Ganzen sind ja noch gar nicht richtig erforscht, werden aber vermutlich weitreichend sein. Was hindert denn vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und dieser Situation die Politik daran zu sagen, wir haben es versucht? Es haben sich nicht mal 70% bis jetzt in Deutschland impfen lassen. Jetzt kann nur noch die Impfpflicht uns aus dieser Sondersituation herausbringen. Ja, also wobei man sagen muss, es hätte ja vielleicht ein dringenderer und dringlicherer appellativer Charakter genügt. Das heißt also Aufforderung, Anreizsysteme schaffen, sich impfen zu lassen. Das hat man auch ein bisschen schleifen lassen, auch vor dem Hintergrund ja zunächst einmal dann wieder sinkender Infektionszahlen. Da hat man so ein bisschen ja, versäumt, genau das zu tun. Insofern denke ich, ist das jetzt so ein bisschen die Notmaßnahme darauf. Aber klar ist natürlich, dass man jetzt eigentlich um diese Impfpflicht scheinbar nicht mehr herumkommt, um eben wirklich noch die letzten Zögerer in irgendeiner Weise zu drängen. Also das heißt, allein über Überredungskünste auf lang nicht geschafft. Aber es bleibt nach wie vor ein verfassungsrechtlich und auch politisch umstrittenes Mittel, denn einerseits wünscht sich die Bevölkerung von der Politik ja immer Reaktionen, also tut was, regelt dieses Problem. Andererseits wünscht man sich nicht zu viel Einschränkung und hineinregieren in die private Lebensführung. Und diese Konflikte muss die Politik ja austarieren. Ja, man darf vielleicht nicht vergessen zu erwähnen, dass es durchaus auch immer noch politische Kreise gibt, die ein Interesse haben daran, dass die Spaltung, die es vielleicht gibt zwischen Menschen, die sich impfen lassen wollen und das befürworten und denen, die sich nicht impfen lassen wollen, die diese Spaltung weiter vorantreiben und versuchen, politisch Kapital daraus zu ziehen. Herr Professor Richter, wir stehen ja an diesem Dienstag vor der Konferenz um 13 Uhr, der Schaltkonferenz von Bund und Ländern. Das Bundesverfassungsgericht hat die Maßnahmen der Bundesnotbremse für verfassungsgemäß erklärt. Also die Klagen sind sozusagen abgewiesen worden. Inwiefern ändert das jetzt für die politisch Verantwortlichen, für die Handelnden den Spielraum? Ist der Spielraum jetzt für Maßnahmen, die beispielsweise Verschärfung der Maßnahmen, die beispielsweise von Kanzleramtsminister Braun gefordert wird, aber auch von Winfried Kretschmann, den wir mutmaßlich gleich aus Stuttgart hören werden, ist der Spielraum jetzt weiter geworden? Ich würde sagen, ja. Also
Es muss natürlich immer, und das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil mehrfach hervorgehoben, die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Ja, also die Abwägung von Einschränkungen gegenüber demjenigen, was man dann erreicht damit. Also das bezieht sich auf den Grundrechtsteil unseres Grundgesetzes. Aber andererseits ist natürlich klar geworden, der Staat ist verpflichtet zu handeln, um eben ein solches Pandemiegeschehen, eine solche gesundheitliche Bedrohung einzuschränken. Also er kann nicht einfach sagen, unter Hinweis auf Grundrechtsschutz, ja, Freizügigkeit und so weiter, unternehmen wir gar nichts. Also insofern ist die Aufforderung an die Politik ergangen, handelt, tut was, wägt aber alle Maßnahmen sorgfältig ab. Aber ihr seid in dem, was ihr bislang getan habt, rechtlich abgesichert. Und vermutlich werdet ihr auch abgesichert sein. Das ist jetzt eben die Frage, die natürlich noch geprüft werden muss, wenn ihr eine Impfpflicht einführt. Ja, man darf gespannt sein, wie das dann heute über die Bühne gehen wird, mit welchen Maßnahmen. Professor Emanuel Richter, war das ganz herzlichen Dank für diese Analysen nach Berlin.